willkommen bei Hartz IV Widerspruch. Wir sind heute wieder für Sie da, rund um das Thema Bedarfsgemeinschaft diesmal. Mehrere Fragen haben wir im Rahmen der Bedarfsgemeinschaft zu klären. Zunächst immer beliebte Frage, wann bin ich denn überhaupt in einer Bedarfsgemeinschaft? Grob gesagt ist man eine Bedarfsgemeinschaft, wenn man familienähnlich lebt. Das ist erstmal im klassischen Familienbild relativ unproblematisch. Das heißt, Eltern mit kleinen Kindern bilden natürlich eine Bedarfsgemeinschaft. Darüber hinaus ist aber eine Bedarfsgemeinschaft beispielsweise auch denkbar, wenn man generationsübergreifend lebt. Das heißt, drei Generationen können eine Bedarfsgemeinschaft sein. Großeltern, Kinder und eben entsprechend Enkelkinder können insgesamt eine Bedarfsgemeinschaft darstellen. Einzelheiten finden Sie da immer in unseren Blogartikeln, da steht es dann nochmal ganz genau drin. Auch Kinder sind in der Regel Teil der Bedarfsgemeinschaft, wenn sie unter 25 sind und eben selber nicht berufstätig sind. Großes Thema bei der Bedarfsgemeinschaft ist immer die Frage, was ist, wenn ich eine Freundin habe oder eben entsprechend einen Freund und möchte halt mit dem zusammenziehen. Wird man dann automatisch zur Bedarfsgemeinschaft? Das ist erstmal deswegen eine interessante Frage, weil im Rahmen einer Bedarfsgemeinschaft nicht alle Personen den vollen Hartz IV-Regelsatz bekommen. Das heißt, man hat letztlich mehr Geld zu zweit, wenn man halt nicht eine Bedarfsgemeinschaft darstellt. Wenn man zusammenzieht, wird man nicht zwangsläufig eine Bedarfsgemeinschaft. Voraussetzung für eine Bedarfsgemeinschaft ist das gemeinschaftliche Wirtschaften und es gibt das sogenannte Schnupperjahr. Innerhalb dieses Schnupperjahres wird noch nicht vermutet, dass man eine Bedarfsgemeinschaft ist. Das heißt ganz im Gegenteil, es wird vermutet, dass man keine ist und kann damit halt den vollen Regelsatz beziehen. Nach einem Jahr wird es dann allerdings sehr, sehr schwierig noch darzulegen, dass man keine Bedarfsgemeinschaft ist. Ist in Einzelfällen möglich darzulegen, dass man nicht gemeinschaftlich wirtschaftet, aber doch in der Konstellation relativ schwierig. Einzelheiten, wie gesagt, immer auf unseren Blogartikeln. Die Bedarfsgemeinschaft hat weiterhin die Besonderheit, dass bei der Bedarfsgemeinschaft im Rahmen der Hartz-IV-Bescheide noch mehr Fehler passieren als sonst. Es ist ja ohnehin so, dass jeder zweite Bescheid fehlerhaft ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Bescheid fehlerhaft ist, ist größer, als dass er eben entsprechend richtig ist. Deswegen lassen Sie Ihren Bescheid immer von uns kostenlos überprüfen. Wir klären dann im Einzelfall, ob es richtig ist oder verkehrt. Wenn eine Bedarfsgemeinschaft mehr als 4 Personen hat, dann erhöht sich die Fehlerquote über 65%. Das heißt, 2/3 aller Bescheide sind dann eben entsprechend rechtswidrig. Das heißt, gerade wenn Sie eine Bedarfsgemeinschaft sind und noch mehr Personen eben entsprechend darstellen als der Regelfall, also mehr als 4, dann müssen Sie eigentlich jeden Bescheid zwangsläufig überprüfen lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu wenig Geld kriegen, ist relativ hoch. Ja, das mit dem Überprüfen ist halt relativ einfach. Sie lassen uns einfach den Bescheid zukommen. Wir überprüfen wie immer für Sie kostenlos und dann wissen Sie ganz genau, ob Ihr Bescheid richtig ist oder, wie ich gerade dargelegt habe, im Regelfall halt verkehrt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Philipp Hammerich von hartz-IV-widerspruch.de.